So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zurück zu, ja, Let's Play. What? Och man, Hardware-Probleme. Na komm, passt, jetzt. Herzlich willkommen. Let's Play Final Fantasy Crystal Chronicles, Part Nummer 9. Folgendermaßen, wir alle kennen das GameCube-Logo und warum hat sich das jetzt ein bisschen anders angehört als sonst? Ganz einfach, wenn du den Z-Knopf des Nintendo GameCube gedrückt hältst, bevor du die Konsole anschaltest, dann ertönt als Willkommensscreen ein anderer Ton. Finde ich ganz lustig, wollte ich euch mal zeigen. Haben wir mal mitgenommen. Fun Fact am Rande, wenn du 4 Controller hast und diese 4 Controller zeitgleich, also wirklich 4 Controller in die GameCube stecken, alle auf Z drücken und dann hört sich das nochmal anders an. Jo, wir sind jetzt, wir haben beim letzten Mal, haben wir richtig schön das Jahr mit dem Christopher zu Ende gemacht. Das war auch soweit ganz gut. Und wir müssen jetzt aufbrechen, weil wir jetzt mit dem Sascha unterwegs sind. Es gibt noch ein paar Dungeons, die ich mit euch abgrasen möchte. Das bedeutet, dieses Jahr machen wir jetzt noch. Und danach werde ich mal eine ganze Weile offscreen abgrasen, weil wir brauchen nämlich mit allen Charakteren einen gewissen Erinnerungswert. Den steigern wir aber erst später. Achso, noch was. Mit Sascha hatte ich hier ein bisschen das Glück, einen Eisring zu finden. Eisring sind Zauber, die es als Artefakte gibt. Wo haben wir es denn hier? Artefakte. Gucken wir mal ganz kurz durch. Die Zeit können wir uns nehmen. Stärke 48. Abwehr 49. Also hier haben wir ganz viele Artefakte. Ich weiß nicht, ob es möglich ist und ich weiß auch nicht, wie lange ich das mache. Ich versuche hier von den Artefakten so viel wie möglich zu kriegen. Das wäre super. Eisring kann zur Ausführung von Eis als Kommando getragen werden. Super. Das bedeutet, wir können dann auch, wenn wir jetzt mehrere Eisdinger finden, wäre das wunderbar. Wie gesagt, die Dungeons für dieses Jahr habe ich ja jetzt größtenteils schon auf dem Schirm. Das bedeutet, ich laufe jetzt erst nochmal zurück, wo ich hin möchte. Vorher will ich aber nochmal in die Stadt und will mal gucken, ob ich noch irgendwas habe, was ich verkaufen kann, dass ich so viel Platz wie möglich habe. Wir müssen ja noch diesen Dämonenwall machen. Den würde ich schon gerne mit dem Klavat machen. Weil der so ein Allrounder ist. Also einigermaßen ein Defensivcharakter. Dann gibt es noch die Wüste. Die würde ich gerne mit der Hino machen. Und der Vulkan, der kann eigentlich von der Sakura gemacht werden. Ich glaube, der Vulkan ist sogar eigentlich ganz gut, wenn ich den mit der Sakura mache. Das klingt nach dem Plan. Das bedeutet, die nächsten 3-4 Parts sind schon, haben sich schon, mit Proviant. Ich würde gerne Sachen verkaufen. Magmastein, Götterspeise, Fühler, Ogerzahn. Schneller Pass, den behalte ich mal. Ach, weißt du was? Komm, weg mit dem ganzen Scheiß. Ich muss ja sowieso noch 1000 Millionen mal abfahren. Ein Streifenapfel, Fleisch. Ja, zweimal Fleisch behalte ich. So, der Sascha hat fast 10.000. Das ist an sich ganz geil. Was habe ich denn eigentlich für Dingsbums? Runenschwert 30, 22 mit Trilgedöns. Okay. Alles klar, da fehlt mir eigentlich noch ein Accessoire. Ja, muss ich mal gucken. Vielleicht finde ich ja was. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Ja.
Wen haben wir denn da? Gestern sah ich nachts den klaren Sternenhimmel. Oder doch lieber Geld? Ich rede mit dir, Kupo. Mit mir? Ja. Ich möchte auch ein Stern sein. Alles klar. Ein Stern, der nachts in der Dunkelheit glitzert. Nee. Na, die zwei, die drei. Mein romantischer Wunsch. Hat ihn die Sprache verschlagen? Nee, der Opa ist, glaube ich, wieder eingeschlafen. Der ist am Ratzen. Da kommt wer, auf eure Plätze. Geld oder Leben? What? Weiter geht's nur über meine Leiche. Ein Mokri darf man nicht wehtun. Kupo, wollte der nicht ein Stern sein? Es gibt keinen Ausweg. Her mit dem Zaster. Das glaubst aber auch nur du. Wenn ich ein bisschen Kohle hätte, wäre es kein Problem gewesen. Wählt er automatisch. Wählt er automatisch. Nee, das ist wirklich ein... Kupo, hui! Und so wurde aus Mokri Million doch noch ein Stern. Wahrscheinlich. Das ist schon lustig. Nee, natürlich nicht so lustig, aber okay. Folgendermaßen. Ja, wenn ich, wie gesagt, 7000 wollte ich diesen Lappen echt nicht geben. Und ja, dass der Mokri halt getroffen wurde, ist aber normal. Das liegt einfach daran, dass, ja, das ist normal, das ist so geskriptet, da kann man auch nichts machen oder so. Ich hätte am liebsten den Jungen überfahren, weil der Alte, keine Ahnung, der ist halt nur am Überleben, der Mokrivillian, klar, ist natürlich wie so ein Kätzchen, aber das ist automatisch. Aber es war ja sein Traum. Also von daher, ja. Dann die Frage, ob die noch weiterhin anfangen, die Leute abzuziehen, wenn sie noch zu zweit sind. Ja, mit dem Sascha mache ich jetzt den Dingsbums. Den Monsterwall. Ich muss mal gucken, was ist. Was für einen Wert man haben sollte, was für ein Erinnerungswert. Man sagt immer, der Erinnerungswert würde aus irgendeinem Grund, macht der Erinnerungswert das Leben leichter. Den Kampf gegen den Endboss. Mehr konnte ich aber nicht herausfinden. Und das ist immer so ein bisschen schwierig abzuwägen. Ich muss jetzt nochmal hin. Ich muss sowieso nochmal hin und her reisen. Weil ich glaube, dass ich das falsche, nicht das richtige Element habe. Und auf der anderen Seite kriege ich auch nicht das richtige Element für den Mismatch-Strom, den ich da nochmal. Entschuldigung, den ich dann nochmal begutachten muss. Sind schöne Musikteile hier drin. Das muss man auf jeden Fall, das kann man so auf jeden Fall unterstützen. Und da möchte ich mich diesbezüglich nicht beschweren. Obwohl, ich muss sowieso zurückreisen. Oder komme ich da nochmal in die nächste Stadt? Ich bin da noch gar nicht so sicher, wo jetzt die nächste Stadt gewesen ist. Also mit dem Sascha mache ich oben rechts das Ding. Oben links hier. Was brauchen wir denn hier? Hier brauchen wir Wasser.
Ich weiß nicht, wo es Wasser gibt. Ich glaube, hier unten gibt es nur Wind. Das bedeutet, ich muss sowieso nochmal zurück. Okay, hier gibt es Wind. Da muss ich nochmal zurück, weil oben in dieser Dämonenfestung gibt es nur Feuer. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Sonst hätte ich ja erstmal die Dämonenfestung gemacht und dann Dingsbums. Ja, ich habe jetzt ein bisschen Geld verschwendet, weil ich permanent hin und her reisen muss. Aber das ist in Ordnung. Ich meine, so wenig Geld haben wir jetzt nicht. So, dann muss ich mit Wasser hin. Ich weiß, wo es Wasser gibt. Also das Wasserelement. Nach der Dämonenstätte. Das wird wichtig, da hinzukommen, weil ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, geht's dort zur Wüste. In der Wüste werde ich mir dann einen Guide raussuchen und werde euch das dann alles so ein bisschen erklären, wie man dann dieses andere Element bekommt. Und deswegen kommen dann auch so Sachen raus wie... Dann habe ich nämlich den ganzen Scheiß nicht mehr. Und dann kann ich in aller Ruhe wirklich in Ruhe farmen, den Erinnerungswert steigern, Artefakte sammeln, etc., etc., etc. Werdet ihr wohl euren Papau etwas drosseln? Ihr seid doch selbst viel zu schnell gewesen. Ah, die haben, glaube ich, einen Unfall gebaut. In der Tat waren wir etwas in Eile, aber das Gesetz sagt, dass wir Vorfahrt hatten. Ein blödes Gesetz interessiert mich nicht. Immer dieses primitive Landvolk. Haben die denn gar keinen Anstand? Das habe ich gehört. Fasst ihr doch an deinen eigenen Helm. Ihr seid euer ach so tollen Metropole völlig der Dekadenz verfallen. Was? Ihr seid in eurer ach so tollen Metropole völlig der Dekadenz verfallen. Wo bleibt da der kämpferische Stolz der Liliths? Gebt endlich Ruhe, ihr beiden. Ich entschuldige mich für seine Beleidigung, meine Soldaten. Aber nix aber. Besten Dank. Alles klar. Haltet euch nächstes Mal an die Vorschriften. Das lassen sie sich natürlich nicht gefallen. Oh, hallo. Die mit ihren Vorschriften. Naja, ich war auch nicht gerade freundlich. Und unser Monster ist uns wieder entwischt. Und das ist alles deren Schuld. Die mit ihrer Vorfahrt. Tja. Kann man nichts machen. So ist das nun mal, ne? Vorfahrt ist Vorfahrt. Ja, auch damals gab es schon Verkehrsdiskussionen und aggressives Fahren. Ach, die Liliths, die sind schon goldig. So, ich brauche Wasser. Zum Glück gibt es nur 3 Evolutionsstufen. Die müsste ich eigentlich schon längst alle erreicht haben. Die Dungeons haben, wie gesagt, Evolutionsstufen. Mal gucken, vielleicht können wir uns das mal im Stream reinziehen. Während ich da so ein bisschen rumfarme und ein bisschen das ein oder andere Mal den Kelch fülle oder so. Da kann ich auch gerne mal nicht permanent den Charakter wechseln, sondern einfach mal mit jedem mal ein bisschen was abgrasen. Aber im Let's Play will ich natürlich jeden Charakter gleich gut zeigen. Was ich so ein bisschen schade finde, bei 3 Charakteren bin ich mir recht sicher, dass es okay war. Aber die anderen Charaktere, der andere Charakter zum Beispiel, der ist schon seit längerer Zeit so still, dass ich das sehr schade finde. Und darüber frage ich halt, überlege ich mir halt sowieso noch, ob ich den Charakter weiter spielen soll. Das ist halt der Christopher. Keine Ahnung, der ist jetzt seit längerer Zeit auch nicht mehr aktiv oder nicht mehr ansprechbar oder sonst was. Von daher ist es die Frage, inwiefern ich den Charakter noch spielen soll, weil ich dachte, das ist ein ganz nettes Gimmick. Aber danach gucke ich halt mal, ob ich so Charakterbenennung und das Einbringen der Spieler noch reinbringe oder nicht. Aber kommentarmäßig ist sowieso nichts los. Von daher, ja, wird das vorerst wahrscheinlich neben Pokémon im Stream das letzte Mal gewesen sein, dass ich irgendwie versuche, Charaktere so zu benennen nach Zuschauern, wo ich mir denke, okay, das könnte ihnen gefallen.
underestimate a monster. So warned an old man with many caravans under his belt. I was grateful for his counsel, even before I set off. But I have since seen things that surpassed my worst fears. I can only hope you speaking of this place. If not, what greater horror could possibly await us? Ja, das kann natürlich mal ganz schnell nach hinten losgehen. So, ich bin eigentlich gerüstet. So, du hilfst mir jetzt hoffentlich. Die Musik ist schon geil. Oh. Glaube. Alter. Da muss ich aufpassen. Ich habe hier nämlich noch keinen Vita gefunden. So, gibt's hier irgendwas? Nee. Komm schon. Na komm, hau zu. Wenn ich Vita habe, ist es kein Problem. Aber solange ich noch keinen Vita habe, habe ich echt ein... wirklich ein Problem. Und der braucht ein bisschen für seinen Angriff. Die halten viel aus, liegt aber daran, dass es Geister sind. Das bedeutet, wir müssen die erst materialisieren. Das kann man später mit einem gewissen Zauber machen. Mit Engel war das? Nee, ich glaube mit Sanctus war das. Oder war das wirklich Engel? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Aber ich brauche Vita, sonst habe ich nämlich echt ein Problem. Ablegen, dann kommt hier mal Engel hin. Zauber, das heilige Untote, ja, Sanctus, genau, Sanctus meine ich. Ich meine, das wäre das gewesen. So, jetzt habe ich Blitz, Eis, Feuer, Engel und kann daraus Sanctus und so einen Scheiß machen, das ist zwar alles ganz nett. Aber, was, warum komme ich denn da nicht hin? Komm her. Genau, jetzt frisst er nämlich ganz wenig. So ist das nämlich gedacht. Ich will jetzt nicht... Oha, 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 oha. Und ich habe keinen Hüter. Fuck. War das mies. Alter. Das hatte ich ja schon lange nicht mehr. Ein Stück Fleisch. Ja, das war lecker. Qualshaar, das ist zwar alles schön und gut, aber die Frage ist, bringt mich das weiter? Zumal ich auch keine Ahnung habe, wo ich lang muss.
weiß gar nicht, ob ich den schon habe. Könnte natürlich gucken, aber brauche ich jetzt nicht unbedingt. Warte mal. Nee, ich behalte Sanctus mal, falls im Fall, dass da noch irgendwelche Geister kommen. Oha. Den dicken wollte ich jetzt nicht unbedingt Akku ziehen. Oh, ist das mies. Ah, oh, der macht so einen Halbkreis-Hit, ey. Aber der hält nicht viel aus. Also von daher kann ich jetzt auch nicht sagen, dass es problematisch ist. Ich brauche unbedingt Vita. Ich Bora. Kenne ich nicht. Hätte ich das gewusst, dass es hier so einen scheiß Vita gibt. Stimmt, Obst gibt Dingsbums, Magie. Nicht Magie, sondern Magie. Ja, das bringt mich jetzt so ein bisschen in die Bredouille. Okay, das ist ein Wall. Finde ich persönlich eigentlich ganz gut. Alles klar. Jetzt wissen wir, warum wir nicht auf diese Brücke konnten. Und jetzt kam da raus gar nichts. Okay. Ich will aber trotzdem noch mal rüber. Ich brauche dringend Vita. Ich will mich nicht ohne Vita-Zauber dem Endboss stellen. Ich war... Ach mal. Gerade hier. Ja, die Parts werden recht lange. Kann ich irgendwie rein? Nee, ne? Okay. Irgendwie bin ich nicht gerade im... Ja, nimm das Ding durch. Oh, ist das mies. Ja, natürlich. Mach doch einen kompletten Wirbel. Was haben wir hier? Mithril. Wenigstens geben die ordentlich Money. Wenn diese Steuerung jetzt so schwerfällig wäre. Ich meine, gut, ich habe noch Phönixfedern. So ist es nicht. Aber trotzdem. Ja, komm. Aber die möchte ich jetzt nicht alle verschwenden. So, na dann kommt mal her, ihr Lümmel. Oh, die Leichen, natürlich. Weißt du, wenn der die Keule nicht so schwingen würde, das, was weiß ich, gefühlt, kriegt der mich permanent. Egal, wo ich stehe und wie ich ausweichen muss. Oder kann. So, Stärkereif. Keine Ahnung, was der Stärkereif jetzt gebracht hat. Aber wenn ich nicht bald einen Vita finde, bin ich am Arsch. Fuck. Och man, ich voll Idiot. Okay. Thank you.
krieg ich irgendwann so einen Vita-Ring. Ja, so einen Ring gibt es. Kriegst jeden Zauber auch als Ring. Meisterwaffe, super. Ich kann hier nirgends rein. Ich weiß nur nicht, wohin ich das Ding ablegen muss. Boah. Ich hätte nicht gedacht, dass das so stark ist. Fisch. Super. Hallo, ich würde gern dieses Ding aufnehmen. Du kannst halt auch nicht nach vorne gucken, um abzuchecken, okay, wo kann ich jetzt lang, wo nicht. Okay, das Monster merkt das nicht. Das ist eigentlich nicht so schlecht. Na, wenigstens habe ich jetzt wieder ein paar Items bekommen, die ich benutzen kann. Ja, ich habe Vita bekommen. Oh, geil. Geilo, geilo, geilo. Ich habe Vita. Wunderbar. Oh, wie schön, wie schön, wie schön, wie schön. Ich freue mich, ich freue mich. Ich finde es schade, dass man keine mehrere Zauberringe haben kann. Also mehrere schon, an sich ja. Aber ich meine von der gleichen Kategorie. Sprich, zweimal Eisring, etc., etc. Und solche Sachen meine ich. Ist jetzt die Frage, wo müssen wir das Ding hinbringen? Ernsthaft? Die ganze Zeit kriege ich keins, jetzt kriege ich zwei. So, okay, hier auf der Seite müssen auch welche hin. Und dann müssen wir da rein wahrscheinlich. Okay. Vorher gucke ich einfach nochmal, ob es hier noch irgendwas gibt. Sieht aber eigentlich ganz leer aus. Das ist ganz gut. Warte mal, da unten gibt es noch eine Schatztruhe. Die hole ich mir zuerst. Ich muss hier eh alles aufräumen. Oder will zumindest, weil ich nicht weiß, was es hier noch so gibt. Brillenmacher. Vielleicht könnte ich... Das wäre vielleicht was für die Hino. Die ist doch sowieso so ein Spezial-Attacken-Range-Champion. Okay, zweimal Blitz. Ist vielleicht gar nicht mal schlecht, mehrere Sachen auszuchecken und zu gucken, ob ich vielleicht mir ein paar Zauber reinhaue, dass ich dann einfach beim Endboss ein bisschen austesten kann, gegen was der zum Beispiel so anfällig ist. Wenn der zum Beispiel gegen Blitz anfällig ist, wäre es halt ganz geil, zweimal Blitz oder so zu nehmen. Vielleicht sogar dreimal. Dann kann ich euch das mal zeigen, falls noch nicht gemacht. Ja, mit dem Vita-Zauber bin ich ein bisschen, bin ich ein bisschen übermütig. Macht aber nichts. Also die Musik hier ist eigentlich alles. Die sind eigentlich alle ziemlich nice. So, hier müssen wir jetzt noch so ein Ding reinsetzen. Und dann geht das Ding auf, dann können wir hier rein und dann, was weiß ich, glaube wir kommen dann in irgendeine Arena oder so. Och Mann! Das muss natürlich so ein fettes... Muss natürlich so einen richtig dicken Schlag haben, der mich zurückweichen lässt. So, jetzt kannst du den Kelch wieder nehmen. Das ist doch schon mal super. Trotzdem würde ich gerne mal gucken, wo es hier noch ein Mokri-Haus geben soll. Ich gucke einfach mal, wo mich mein Instinkt hinführt. Ich habe ja gesagt, dass ich die nicht speziell suchen werde.
Okay, woher kam dieser Blitzzauber? Wer hat hier rumgezaubert? Alter. Wo hat jemand einen Blitzzauber auf mich gelandet? Wo? Hier links kann doch nicht sein. Hier gibt's nichts. Oder? Man weiß es nicht. Vielleicht komme ich da ja noch irgendwie hoch. Gibt's hier irgendwas? Hier sehe ich natürlich gar nichts. Okay. Oh! Ich hab's irgendwie so gedacht, okay, da muss es doch irgendwas geben. Stempel, super. Ja, komm, den machen wir mal. Machen wir dich mal wieder rot, Bursch. Ja, es weiß, ich weiß, es ist ein bisschen nervig. Aber das muss sein. Nicht schlecht, Popo. Ich habe, wie gesagt, als Bubi habe ich den immer nur einseitig besprüht, weil ich nicht gecheckt habe, dass man den dann noch drehen kann. Habe ich jetzt auch schon mehrmals gesagt im Let's Play. Aber das sind halt nun mal diese Fun Facts, die mir bei solchen Spielen einfach nach... Ja, die mir bei solchen Spielen einfach rauskommen. Bei solchen Nostalgie-Spielen. Ich habe auch schon wieder einen Plan, was wir als nächstes so spielen können, wenn das Spiel vorbei ist. Irgendwann. Ist ja doch ein recht lang... Also für ein Gamecube-Spiel ist das Spiel schon sehr lang. Das muss man sagen. So ist es. Final Fantasy Crystal Chronicles ist kein Spiel, was man in ein paar Stunden durch hat. Und für Gamecube-Verhältnisse oder beziehungsweise für Konsolen-Verhältnisse damals war das nicht so üblich. Wirklich so. PlayStation 2 oder Gamecube oder... Xbox, das waren, also bei Xbox kann ich jetzt nichts sagen, aber PlayStation 2 oder Gamecube zum Beispiel, das waren jetzt nicht so Konsolen, wo man sagt, okay, da hatte man jetzt Spiele dran, die einen wirklich lange halt an Rechner binden. Und da war Crystal Chronicles gefühlt schon eine kleine Ausnahme. Auf der anderen Seite, natürlich ziehen wir das im Let's Play, den ganzen Kram so ein bisschen in die Länge, weil wir, wie gesagt, mit 4 Charakteren spielen und diese versuchen gleichzeitig zu benutzen. Aber, ja, mal gucken, vielleicht werde ich das auch ein bisschen eindämmen. So, fertig, ist der kleine Gnom auch wieder rot und da freut er sich, das ist schön. Dün, dün. Warte mal, hast du den Kelch nicht getragen, du Gnome? Ich hab den Kupo lieb. So ist es nicht. Darf man nicht vergessen, dass es nicht so ist. Warte mal, kam ich nicht von hier? Ja, von hier kam ich. Da oben. So, hier die Seite haben wir. Ah, da machen wir es in aller Ruhe. Ist das halt. Ah. Okay, dann gehen wir hier hoch. Hier gibt es wahrscheinlich den Schlüssel. Gut, ist ja nur noch das frei. Also von daher. Vita-Zauber haben wir. Wir haben einige. Okay.
Dingsbums. Wir haben ein paar Phönixfedern, wir haben einen Vita-Zauber, wir haben ein paar Dingsbums, ein paar Artefakte. Warte mal, wie viele Artefakte haben wir eigentlich? Gebockt ist 2, ne? Ne, schon 3. Ja, komm, den machen wir noch. Ich weiß ja, wie der jetzt wieder geht. Egal, der Schaden bleibt da ja erhalten. So, und der kriegt jetzt erstmal auf die Schnauze. Bis der seinen Zauber gecastet hat, ist der Rest gegessen. Blitz? Ich könnte hier natürlich... Warte mal, habe ich 3 Blitz? Ich müsste es eigentlich haben. So, was haben wir denn hier? Blitz Sanctus auflösen. Blitz Ra. Warte mal, haben wir hier noch irgendwo einen Blitz? Genau, dann habe ich es, glaube ich, auch mal live. Ich mache es einfach mal. Wie gesagt, das ist Blitz. Das ist Blitz Ra. Und ich glaube, bei Eis sieht es am geilsten aus. Also bei Eis sieht es, glaube ich, am geilsten aus und bei Feuer am epischsten. Ne, Feuer ist am besten, Eis sieht am geilsten aus. Bei Blitz geht auch, finde ich. Jo, die Frage ist wahrscheinlich, hat der Endgegner kein Problem mit Eis, mit Blitz? Das wird wahrscheinlich das Problem sein. Hier irgendwie Feuer. Ich glaube, Feuer ist nämlich gegen alles so, gegen das meiste effektiv. Dann nehme ich einfach mal Doppelfeurer. So, dann machen wir hier nochmal auf. Oh, Mondemblem. Habe ich aber schon. Aber trotzdem. Für den Endkampf ein Herzchen mehr ist eigentlich nicht schlecht, zumal ich keine Ahnung habe, was der Endgegner ist. Ich habe auch nichts reingelesen oder so, ich gucke einfach mal. Aber ich meine, das wäre so ein großes Echsenvieh. Bin mir aber da nicht so ganz sicher. Von daher lasse ich mich einfach mal überraschen. Ich gehe jetzt auch strikt zum Boss, weil wir haben ja jetzt alles abgegrast. Haben alles, was wir brauchen. Und sogar 4 geborgte Artefakte. Ja, 40 Minuten ist eigentlich so ein Dungeon, ist schon... Ich mal bedenke, dass ich früher als Kind nur eine Stunde spielen durfte, in der Regel. Außer am Wochenende, aber während der Schulzeit, unter der Woche immer nur ein Stündchen. Ja, das war so ein Dungeon, ne? Okay. Das ist eine Echse oder war das vielleicht sogar? Sehr gut, so ein bisschen anders mit als an die römischen Kolosseumkämpfe. Oha! Ja, wusste doch, so eine riesige Echse. Gut, ich muss mal kurz überlegen hier. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es ist nicht komplett.
Lass mir eigentlich egal, komm, der kriegt jetzt auf die Schnauze. Wieso hat jetzt der Zauber nicht geklappt? Ja, das ist kein Problem. Die sehen alle so böse aus, aber daher, dass du, wie gesagt, mit dem Dingsbums so ein bisschen getroffen bist. Achso, der Block jetzt. Es ist halt ein bisschen schwierig, das zu navigieren, weil es dann noch nicht so knackig ist, die Steuerung. Das ist halt so, meine Güte. Dann machen wir den mal auf 60%, dann passt das schon. So, der erste Tropfen von unserem Kelch. Das erste Drittel. Super. Dün, dün. Schön. Ins Tagebuch eingetragen. Postkupo. Ich habe wirklich mal versucht, meinem Kupo so ein Muster einzuprägen, aber das kannst du vergessen. So, von Ramsay, dem Bruder von Sascha, einen Brief erhalten. Ramsay, tut mir leid. Was? Tut mir echt leid, Brüderchen. Ich sollte dich ja begleiten, aber wenn ich mich nicht um den Haushalt kümmere, wer dann? Wie läuft's bei dir? Ich lebe noch, das passt schon. Nee, der kriegt jetzt nichts, der kommt schon klar. Wenn er zu Hause ist und den Haushalt macht und ich auf Reisen bin, dann kriegt er von mir nichts geschickt. Ich glaub's geht los. Dieser Lümmel. So, was sind denn die Bonusvoraussetzungen? Gegner mit Combo-Attacken besiegen. Ich glaube, so viele Combo-Attacken haben wir gar nicht genommen, ne? Weil wir viel Spezial genommen haben. Okay, was gibt's hier? Zockerwürfel. Geil. Federhut. Bohrer. Stärkereif. Ich nehme natürlich den Zockerwürfel. Ich meine, Stärke plus 2. Wer fragt denn da nicht lange nach? Man muss halt nur gucken, wo gibt's den. Zockerwürfel, Sascha, gut. Dann habe ich eigentlich recht viele Stärke-Items schon beisammen. Muss man sagen. Ogerjäger, Mondreif, Katana, Mjölnir, Maskerade, Kusanagi, Masamune gibt's noch. Ja. Alles klar. Dann will ich jetzt auch hier durch den Strom gehen und die nächste Stadt mal angucken. Und, obwohl, nee, die nächste Stadt mache ich später. In Shella lebt ein Selkie, der auf den Namen De Norm hat, kennen wir schon. Und irgendwo harrt er still, ohne den Schutz des Kristalle Misma aus. Er sprach zwar davon, nach einer Methode zu suchen, ohne einen Kristall zu reißen, aber für mich ist das glatter Wahnsinn. Apropos, sagte er plötzlich, hob mich hoch und begann mich zu untersuchen. Eigentlich wollte dieser De Norm für seine Forschungen diese Gegend hier aufsuchen. Ja, das Misma macht dir ja auch nichts aus. Von daher wollte er wissen, warum. Aber das gibt's ja auch. Gibt ja auch eine Geschichte dazu. Warum die Welt von dem Misma so angegriffen wurde und was der Fall ist. Und hast nicht gesehen. Könnt ihr euch gerne mal googeln. Ich weiß nicht, vielleicht werde ich das im Endscreen mal machen oder mal in einem Special. Wenn gewünscht. Aber da sich bis jetzt nichts gewünscht wird,
Und ich glaube auch nicht, dass es großartig Leute gibt, die da großartig zuhören. Was haben wir denn hier? Konal Kurash. Okay. Stimmt. Die gab's ja auch noch. Die habe ich ja total vergessen. Und was haben wir hier? Diese Tempelinsel, ne? Rebena Terra. Stimmt. Oh Mann. Und hier ist dann der Misma-Strom. Genau, mit dem Fragezeichen. Und dahinter geht's richtig los. Ah, stimmt. Da kommen wir noch. Wir kommen noch gar nicht in die Wüste. Weil folgendes: Dieser Fluss noch nicht ausgetrocknet ist. Und wenn der Fluss ausgetrocknet ist, dann fährt der Fährmann nämlich auch über den Ozean. Und erst dann können wir zur Wüste. Stimmt, so war das ja. Alter, machen wir einfach die beiden jetzt. Ich würde sagen, macht's gut, war cool. Wir sehen uns dann im nächsten Part mit der Hino. Und dann sehen wir uns. Dann muss ich meinen Plan halt ein bisschen um den Kopf werfen. Aber das passt. Macht's gut, Leute. Ciao. Dreaming of the stars on high that speak to me in secret sighs, drifting on a breeze, only I can feel and I'm so silent here.